Kann ich da oben stehen? Nein, 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 nein! Nicht wirklich. Ich frage mich, warum sie sich für so drei Steine entschieden haben. Auf den Steinen ist nichts vermerkt, keine einzige Gravur. Und eigentlich müssten da doch die drei Embleme sein von Feuer, Wasser und Pflanze. Aus Ocarina of Time. Die Embleme, die man kriegt, die man auch braucht, um in die Zitadelle der Zeit zu kommen. Eigentlich müssten die da drauf sein, das sind es aber nicht. Das haben sie mich damals verworfen. Ja, haben sie. Sieht man in dem Making-of zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Okay, wir müssen einem noch einen Eisstab bringen. Eins von beiden oder so. Also irgendwie sowas mit Eismagie-Stab. Es gibt da zwei verschiedene, glaube ich. Geht nicht. Und dann müssen wir eine Prüfung abhalten, die auch nicht geht. Weil wir eine Waffe ablegen müssten. Aber eigentlich könnten wir das Feuer-Großschwert weglegen. Wenn wir es eh nochmal aufsammeln könnten. Das spawnt ja nach sozusagen. Und es gibt ja einen Platz, wo man es immer aufsammeln. Es gibt sogar zwei Plätze. Einmal hinter dem Vulkan und einmal gegenüber von dem silbernen Leuen von dem Kolosseum. Da gibt es ja auch so eine Erhöhung sozusagen mit ein paar Gegnern. Ja, es muss halt sein. Das muss weg. Aber ich speichere. Falls ich es nicht schaffe, werde ich die Spielstand laden. Definitiv. Ich werde es nicht die Waffen hergeben und dann irgendwie es nicht schaffen oder so. Dann können wir es irgendwann anders nochmal machen oder so. So, hi. Werter Held, ich habe bereits auf dich gewartet. Hier findet die schwierigste Prüfung der Grogs, die Feuerprobe. Du musst es mit dem Grog-Waffenset bis ans Ende schaffen. Na, ich versuch's mal. Dann los. Du musst Schwertbogen und Schild angelegt lassen. Wenn sie kaputt gehen, wird die Prüfung abgebrochen. Nun denn. Das Ziel ist der Schrein am Ende dieses Weges. Also los! Die Feuerprobe. Bomben. Ganz wichtig. Und ich habe daneben geworfen. Das hat mir, glaube ich, nämlich kein Zeitlimit. Die Waffen dürfen nur nicht defekt gehen. Na toll. So gut aufsparen wie möglich. Gerade jetzt noch. Oh, die nerven mit ihren scheiß Eispfeilen. Da habe ich aber schon einen Plan.
Und zwar, ich nehme meine Orni-Rüstung. Oh, die muss ich mal besser platzieren. Dann kann ich wenigstens nicht einfrieren. Ich nehme zwar Schaden, aber ich kann nicht einfrieren. Okay. Und die müssen weg. Sind da noch mehr? Ich höre jedenfalls noch welche. Den haben wir erledigt. Da oben. Ein Waldschwert. Und dafür haben wir keinen Platz. Ja, ganz toll. Ich bin da immer ziemlich vorsichtig. Scheiße. Sind halt fast da. Geschafft! Oh, doch nicht so schwer. Glückwunsch, du hast die Feuerprobe bestanden. Deine Belohnung erwartet dich im Schrein. Ach ja, ach ja. Wenn du die Prüfung nochmal machen willst, komm vorbei. Bis dann. Wow, wir haben es geschafft. Hey. Das ist doch mal eine Leistung. Wir haben das Schwert nicht einmal benutzt, fällt mir gerade so ein. Interessant. Aber wie brauchen wir nicht benutzen? Man kann es mit Bomben alles regeln. Einzige, was wir benutzen mussten, ist der Bogen, weil die Eisdinger, die können nerven. Genauso wie diese Octoroks oder wie die Teile heißen. Mamuranos Segen. Bitte keine Waffe, ich habe keinen Platz. Dankeschön. Aktiver. Oder Antiker, meine ich. Riesenkern. Riesenreaktorkern. Sehr schön, das war doch super. Das haben wir gut gelöst, haben wir glaube ich am ersten Mal geschafft. War auch die schwierigste Aufgabe, aber wenn man das mit Bomben löst, so wie ich, gerade gegen die meisten Gegner halt, dann klappt das schon. Hätte es wirklich auch schwerer erwartet, muss ich sagen. Ich dachte, da kommen jetzt wirklich extrem viele Gegner oder so, aber nö. Das hält sich in Grenzen. Das ist schon okay, in Ordnung. Gut, dann haben wir alle Schreine im Wald, dann gibt es noch einen außerhalb, in dem gleichen Gebiet, aber außerhalb. Ne, zwei sogar. Dann müsste ich aber wieder mal schauen, wie ich da hinkomme. Und zwar da hinten. Ja, hier gibt es noch einen. Weiß noch nicht, ob ich da einfach so hier hinten rüberkomme.
Und hier gibt es noch einen, aber der ist ziemlich gefährlich. Ja, okay. Aber eins haben wir noch zu erledigen. Und zwar müssen wir das ist immer so scheiße. Jetzt. Ich glaube, das geht jetzt schon. Mit dem hier reden. Nummer 1. Im Nordwesten der Pilgerweg. Versuche alle Prüfungen wie ein wahrhafter Held zu meistern. Es gibt sogar wertvolle Preise zu gewinnen. Spätestens das sollte dich zu Höchstleistungen anspornen. Der Pilgerweg, haben wir das nicht schon erledigt? Wir haben doch jetzt alle im Wald, oder nicht? Die haben wir, die und die. Doch, ich glaube schon. Vielleicht sehen die anderen auch, mal, wer weiß. Mal schauen. Ich muss jetzt nur den anderen suchen, den da hinten. Oh je. Ein Rätsel also. Nein, wir haben keinen Platz. Wir brauchen einen Waffenplatz, auch da wieder. Und nein, das haben wir nicht. Leider. Wir gehen kurz nach Hause, müssen das Schild fotografieren an der Wand. Und dann schauen wir mal, was wir dann machen. Stimmt, denn der Eis... Die vorletzte Nebenquest. Nee, die drittletzte Nebenquest, soweit ich weiß. Alle anderen haben wir, glaube ich, beendet. Das mit dem Eisstab müssen wir noch machen. Alles andere haben wir jetzt abgeschlossen. Oder? Ach, ich glaube. Ein Zweistück in Schloss Hyrule haben wir noch. Und dann haben wir alles. Wow, das waren echt nicht viele Nebenquests, muss ich sagen. Also klar, bei den Zoras und so weiter. Und ich denke, auch mit Lösungsbuch geht das alles viel schneller und einfacher. Stimmt schon, natürlich. Macht Sinn und so weiter. Aber, trotzdem waren es vielleicht 50, 60 Nebenquests oder so weiter, wenn überhaupt. Zum Glück waren es jetzt ziemlich verschieden, muss man sagen. So. Ja, das war zu erwarten. Ich weiß nicht, ob ich davon schon ein Bild gemacht habe hier drin. Habe ich? Okay. Ach, ich habe den Bogen wieder aufgenommen. Oh Mann. Dann haben wir davon auch wieder schöne Bilder da. Das passt auf jeden Fall mal.
Das ist ja ein schlechtes Schild, das gefällt mir eh nicht. Ich finde die so geil, die sehen so hammer aus. Sie sind recht groß. Sind Gold und Schwarz, die Farben passen so gut zueinander. Und natürlich die hier, aber die sehen halt auf dem Rücken schlecht aus. Nur so sehen sie gut aus. Okay, was machen wir denn jetzt? Ja, genau. Hat ihr alles über die Rücken im Südwesten? Findet du die Prüfung der Macht? Der Anziehung im Nordwesten die Pilgerwege und im Osten die Feuerprobe. Hä? Papistus, mit dem haben wir aber doch schon gesprochen. Okay. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Eigentlich haben wir alle ja erledigt. Alle drei. Und das sind die zwei. Und das ist das mit dem Eisstab leider noch. Es war einmal, da saß mein Opa unter einem großen Baum auf einem großen Berg. Plötzlich flog im Nordwesten ein riesiger weißer Vogel vorbei. Als mein Opa den weißen Vogel sah, flog er los. Da sah er, dass der Vogel etwas mit sich trug. Da war, glaube ich, dieser Baum oder sowas gemeint. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir es ja. Das könnten wir jetzt mal kurz machen und danach muss ich mich mal wieder informieren, was wir sonst schon machen können. Ansonsten geht es eigentlich los, die letzten paar Schreine ausfindig zu machen und dann Kroxam. Das war dann alles. Mehr gibt es in dem Spiel nicht. Und dann halt am Schluss noch in... ja, okay, man könnte rein... Oder? Nee, doch. Das war eigentlich alles. Ja, okay, Fotoalbum muss man noch vervollständigen, aber auch das wird nicht so das große Problem sein. Ich schätze mal, das wird der Baum gemeint. Das ist nämlich der einzige Baum, der so standardmäßig aussieht. Irgendwo da oben wahrscheinlich. Ja, aber wie gesagt, mehr gibt's eigentlich dann nicht. Wir haben nicht mal mehr Rüstungen, die wir so irgendwie noch bekommen könnten. Außer eine, die spezielle, die ich euch ja nicht verrate. Die graden wir dann natürlich auch bis vollendens ab, aber... Ja, ist halt alles so Mainstream-Zeug jetzt nur noch. Oder was, der Berg da, der Baum da oben? Ich habe absolut keinen Plan, wir schauen einfach. Sehen wir dann. Da drinnen in dem Haus gibt es noch Schatztruhen und Zeugs. Das haben wir damals noch nicht geöffnet. Und ansonsten halt, wie gesagt, noch Kroxam. Da gibt es jede Menge davon noch. Und Bossgegner haben wir ja sozusagen eigentlich alles besiegt. Ein Stahlhinox fehlt noch. Den haben wir zum Beispiel jetzt noch nicht besiegt. Aber so wichtig sind die Gegner beim Besiegen wahrscheinlich auch nicht. Sieht man einen Fortschrittsbalken? Sieht man doch, oder? Ach, halt, in dem Spiel gibt es ja gar nicht. Oh Mann, habe ich schon wieder verwechselt. Sorry. Das war ja Horizon. Hier gibt es ja den Fortschritt erst, wenn man... Oh Mann. Naja, egal. Hier gibt es den Fortschritt ja erst, wenn man den Ganon besiegt hat. Im Schloss war. Und gekämpft hat. Habe ich denn irgendeine Waffe, die ich nicht mehr brauche? Ah, das Waldschwert. Das ist einfach nur unnötig. Und ich brauche es nicht. Weil das wird eh nicht lang Bestandteil bleiben. Bei der ersten geile Waffe fliegt es raus. Das kann ja lange Aushaltevermögen, wie auch immer, hat Durchhaltevermögen, Haltbarkeit.
Und zweitens ist es nicht wirklich stark. Ergo, es fliegt raus. Nun denn. Dass die nicht angreifen, ist auch sehr speziell. Nee, der greift echt nie an. Gerade bei diesen Gegnern, dann hätte ich wirklich gedacht, dass die so richtig mit dem Horn mich angreifen und mir die Hälfte meines Lebens immer abziehen oder so. Aber gar nichts. Absolut gar nichts. Das gibt's doch nicht, wie weit sind denn die weg? Die Bogen sind halt alle so kurz, sozusagen. Gut, haben wir geschafft. Danke. Ja, jetzt stehen wir hier, aber der war hundertprozentig nicht gemeint. Wie war denn die Geschichte nochmal? Es war einmal, da saß mein Opa unter einem großen Baum auf einem großen Berg. Plötzlich flog im Nordwesten ein riesiger weißer Vogel vorbei, als mein Opa... okay. Ein großer Baum auf einem großen Berg. Tja, schön, wenn ich jetzt hier nichts sehe. Das ist eigentlich der größte Berg mit einem Baum, beziehungsweise... mit einem Grog. Beziehungsweise da drüben ist halt noch was. Ist das ein Baum? Ja, doch, da oben. Ich sehe ihn, da oben ist er. Der ist wahrscheinlich auch gemeint. Drüben gibt es eine nette Versammlung. Silberner Moblin gibt es da. Also wer ein Bild braucht von dem silbernen Moblin, ja, der oben muss es sein, der Baum. Von dem Zeug habe ich so gut wie gar nichts. Oh nee. So, dann sind wir wenigstens schon ein Stück höher und müssen wir nicht so weit klettern. Warum habe ich eigentlich das Schild ausgewählt? Immer erstmal das schlechteste von alle. Ah, schön, neues Wetter. Er glaubt doch nicht ernsthaft, was ich hier nicht sehe, oder? Ich meine, die können sich zwar gut tauen, aber das war ja mal das Schlechteste. Ah ja, da ganz großer Baum. Da oben muss es sein. Bin mal gespannt, ob wir es gleich lösen können oder ob das irgendwie was Schwereres ist. Oh, Bild, 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 ich brauch dich. Wo fliegst du hin? Oh. Ich brauche noch ein Bild von dir. Oh, so ein Stück Scheiße. Sorry für den Ausdruck. Die blöde Fledermaus. Die meine ich damit. Weil die mir sozusagen versaut hat. Die... angeflattert, wo das Scheißteil weggeflogen ist. Ich glaube, das brauche ich noch. Das ist nämlich eine Schneetaube wahrscheinlich. Und die haben wir noch nicht. Ich will doch nur ein Bild von dir. Ich lasse dich doch in Ruhe. Komm zurück, bitte. Ich habe auch Vogelfutter dabei. Bestimmt. Irgendwas, was ich in meine Taschen habe oder sowas, kannst du bestimmt essen. Willst du ein Waldschwert? Da habe ich noch so ein Stück davon übrig. Stück festes Holz oder so. Das gefällt dir doch bestimmt. Shit.
Ja, schön, wir sind oben. Inselfalke. Ich schaue mich um, was die meinen mit großer weißer Vogel. Ich könnte den Baumstamm natürlich auch runterhauen. Weiß nicht, ob das so schlau wäre. Okay. Was möchte das Spiel mir sagen? Ich weiß es nicht, aber mein Buch weiß es bestimmt. Ich muss nur suchen, wie der Schrein heißt. Moment. Da müssen wir leider ein Stück vor. Sind wir überhaupt? Okay, ich habe keine Ahnung hier, denn er gibt gar keinen Schrein. Der nächste ist da drüben. Miyosu. Shino. Miyosu Shino, suchen wir mal. Weiter. Weiter. Ach, halt, shit. Ah, oh, ich muss weiter vor. Ich brauche die Namen ja. Ich muss wissen, auf welcher Seite es ergibt. Das war eine Seite zu weit. Hundertsiebenundachtzig, nett. Alles sehr suspekt, das ist er nicht. Nee, also ich verstehe das Rätsel echt nicht. Das macht auch gar keinen Sinn. Riesige Wolle. Plötzlich flog im Nordwesten. Ist immer noch nicht ganz im Norden. Norden ist hier. Nein, noch ein Stück. Das ist zu weit. Wie auch immer, das ist Norden und das ist Nordwesten. Wo kommt der her?
Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur schauen, ob es da drüben noch irgendwo einen gibt. Ja, hier halt. Das ist irgendwo so seitlich an einer Klippe oder sowas. Ziemlich versteckt. Schauen wir halt mal. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Ahnung, was die meinen. Es muss nämlich auf jeden Fall der Berg sein. Sehr suspekt.